Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Hypnopsychologe. Ja, meine beste Freundin hat sich in mich verliebt, mich als Frau ist heute die Frage und bisher habe ich mich eigentlich so als hetero identifiziert. Soll ich der neuen lesbischen Liebe eine Chance geben? So, ne? Es kann natürlich ein sehr verwirrendes Szenario sein, das haben wir in unserer heutigen Dating-Mail, das werden wir mal angehen. Wenn du neu bist, gibt es ja doch einige neue Abonnenten, Abonnentinnen. Schau gerne mal auf liebeschip.de vorbei für meine Online-Angebote, auch vieles umsonst, Newsletter und so weiter. Und wir starten mal rein. Name ist Anatolev Kolotschkula und sie schreibt: Hallo lieber Hemmschi, deine Arbeit begleitet mich schon einige Jahre. Und ich komme mich dank deiner Kurse aus einer 15-jährigen toxischen Ehe gut aus dem emotionalen Sumpf rausarbeiten und stabilisieren. Nach der Trennung musste ich mich als Alleinerziehende einpendeln und den Umgang mit dem Ex inklusive eigener Grenzen neu lernen. Ich rutschte recht schnell in eine Beziehung mit jemand, der das genaue Gegenteil meines Ex-Mannes war und deckte meine eigenen Minusanteile. Ja, das ist ja so der typische Liebeschickweg, sage ich immer. Deswegen haben wir auch viele Bindungsangstkurse dabei, weil das ist häufig so ein Weg, dass man denkt, ich meine, es ist nur verlustängstlich und nur liebessüchtig. Und man ist nur das eine und dann stellt man irgendwann fest, sobald man mal jemand anders datet, der zu nett ist, dann wollen wir hier jetzt nicht alles aufdröseln in dieser E-Mail, aber das ist halt zum Beispiel in meinem Kurs 1 auch sehr Thema Umprogrammierungsliebeschips. Wenn man jemanden datet, der zu nett ist, dann kippt man total in die Bindungsangst. Deswegen geht es immer darum, die Mitte zu finden, ne? Das ist so das Wichtige. So, das beendete ich dann und fing mir mein nice, geiles Leben an zu investieren und seitdem 1,5 Jahre sehr happy in der Beziehung mit mir selbst. Es gibt Schöneres, sehr gut. Mittlerweile kann ich mir kaum vorstellen, dass alles, was ich mir erarbeitet habe, vor allen Dingen meinen mentalen Frieden, das ist das Beste, das ist das Wichtigste, was es gibt, mentaler Frieden, wirklich, ja, gegen eine Beziehung herzugeben und frage mich, ob ich einfach noch Zeit brauche und die Festungstore sich schon wieder von alleine öffnen werden. Da gehe ich mal von aus. Oder ich die Mauer zu sehr hochgezogen habe. Na, wenn der Richtige kommt, wirst du das schon merken. Oder die Richtige, wie auch immer. Aber das ist eigentlich eine sehr schöne Phase auf dem Liebeschip-Weg, wo man merkt, boah, ich brauche auch nicht unbedingt eine Beziehung, mir geht es eigentlich super. Und das ist natürlich eine unglaublich gute Grundlage für eine nächste Beziehung. Oder auch eine Grundlage für, muss ja nicht immer eine Beziehung sein, für vielleicht eine Phase von, ja, vielleicht nur mal Affäre haben oder Liebschaft oder gar nichts oder alles gut. Jedenfalls hat mir vor kurzem eine lesbische Bekannte ihre Liebe gestanden. Das ist ja mal ein neues Thema hier, spannend. Erstmal natürlich eigentlich was Schönes, außer man kann es nicht erwidern. Und ich bin total überfordert. Ich habe mich bisher als heterosexuell eingestuft und sie war nach ihrer Ehe lang mit einer Frau zusammen. Wir waren miteinander und unseren Kindern in Urlaub. Also sie hatte beide schon in ihrem Leben, weil es praktisch ist, mehrere Erwachsene dabei zu haben. Habe mir jedenfalls nie Gedanken darüber gemacht, wie ich auf sie wirken würde, denn sie war ja liiert. Das hat sich nun erledigt, denn sie hat sich vor einigen Monaten getrennt und häufiger den Kontakt zu mir gesucht. Ich interpretiere es als freundschaftlich, höre bei ihrem Liebeskummer zu und so weiter. Nun hat sie mir gestanden, schon länger mich verknallt zu sein. Menschlich ist sie jedenfalls eine 10 und sie sieht auch super aus. Sie würde gut in mein Leben passen, denn es ist schließlich Winter und Kuschelzeit. Ja, alles Argumente, aber vielleicht nicht die entscheidenden. Aber ich glaube, ich begehre sie nicht. Ja, und das, denke ich, ist doch vielleicht der entscheidende Punkt hier. Das müsste ich erst ausprobieren, habe so erstmal keine sexuelle Anziehung gespürt. Obwohl die praktischen Parameter stimmen, fühle ich mich außerdem in meinem Single-Schneckenhaus bedroht und merke, dass ich hier gar keine Lust habe, momentan wieder jemanden in mein Herz zu lassen. Und das ist absolut okay. Also jetzt sei kein People-Pleaser und jetzt nur, weil eine gute Freundin sich von dir in dich verliebt hat, weil du denkst, ey, prima, brauche nicht mehr Online-Dating, die Menschen in meinem Leben wollen mich. Das heißt aber nicht, dass du denen das geben musst, was die haben wollen. Ne? Also wenn, ich meine, das wissen wir alle, dass es Leute gibt, die so von der Art her super passen würden, aber wir haben einfach keine, ja, Chemie sagt man ja meistens, aber letzten Endes ist ja keine sexuelle Anziehung. Dann ist das so, ne?
Abgesehen davon müsste ich mich auch noch mit meiner sexuellen Identität auseinandersetzen und will eigentlich nur meine Ruhe. Und das ist total in Ordnung. Und du musst einen Scheiß, du musst dich auch nicht mit deiner sexuellen Identität auseinandersetzen. Ich würde mal glauben, also ich finde, diese E-Mail passt super in unsere Zeit, wo wir vielleicht das Gefühl haben, um so mitzuhalten, müssten wir uns, weiß ich auch nicht, müssen wir alles ausprobieren, müssen sagen, ja, wir sind, alles ist möglich und ja, dann habe ich jetzt eben eine offene Beziehung und dann bin ich eben, dann date ich auch mal queer und dann habe ich mal Dreier, Vierer, Fünfer und ja, wir sind doch alle bisexuell, hat auch Freud schon gesagt, nee, ein Scheiß, also es gibt Leute, die sind, ja, die stehen halt aufs gleiche Geschlecht und können sich nichts anderes vorstellen. Und es gibt Leute, die sind hetero, können sich nicht anderes vorstellen. Und es gibt Leute, die dazwischen sind. Alles ist okay und es ist nicht eins besser oder schlechter. Und du musst nichts machen, nur um irgendwie hip zu sein jetzt oder so. Ne? Du verstehst, was ich meine? Trotzdem kannst du es natürlich ausprobieren, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Was will mir das Universum sagen? Wie soll ich mich verhalten? Also vor allen Dingen ehrlich, ne? Also wenn du was nicht fühlst, das wäre, glaube ich, fair, gerade wenn ihr befreundet seid, dass du da absolut klar bist und sagst, ja, ich finde dich super als Freundin, aber ganz ehrlich, ich stehe einfach nicht auf Frauen. Da sie sich aus der Friendzone verabschiedet hat, kann ich jetzt ja mal mit einem Date versuchen, um mir nicht vorzuwerfen, dass ich es nicht wenigstens versucht hätte. Also da bist du völlig frei, ne? Das kannst du völlig frei entscheiden. Nur, vielleicht würde ich es mal einmal kurz ausprobieren. Aber das jetzt längerfristig auszuprobieren, wo du weißt, boah, das kickt mich eigentlich nicht, würde es ihr, glaube ich, keinen Gefallen tun, ne? Also, ja. Aber absolut, ich meine, das Leben ist ein einziger Abenteuerspielplatz, wenn du dieses Abenteuer ausprobieren willst. Na, du könnt ja mal knutschen, wenn du das Gefühl hast, ja. Passt irgendwie, ja, kannst du auch mit ihr mal in die Kiste und einfach mal gucken, wie es ist, so, ne? Kannst du machen, aber musst du, das ist das Wichtige, glaube ich, was ich dir sagen möchte, du musst es nicht, du musst einen Scheiß, ne? Und ich würde auch nicht überlegen, was will das Universum sagen? Ja, keine Ahnung, manchmal versteht man auch nicht, was das Universum will. Aber wichtig ist, vielleicht willst du dich auch nur testen, ob du zu dir stehst, irgendwie. Kann auch sein. Aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Ich habe auch schon schlecht geschlafen und geweint und es fehlt mir jetzt schon die Leichtigkeit, weil ich zu verkopft an alles rangehe. Ja, das könnte darauf hindeuten, aber das musst du für dich mal prüfen, dass du einfach keine Lust drauf hast, ne? Dass du einfach nett sein willst und du willst nett sein, du magst sie, du willst es deswegen nicht gleich ausschlagen und du denkst, sie war ja auch vorher mit einem Mann zusammen, jetzt mit einer Frau, vielleicht kann ich das auch und aber das ist tatsächlich verkopft, also wenn du es nicht fühlst, also bitte sei ehrlich zu dir, sei da kein People-Pleaser, ne? Wenn du es nicht fühlst, fühlst du es nicht. Fertig. Ne? Dass das belastend ist, das ist so, weil du natürlich Angst hast jetzt, dass die Freundschaft in den Arsch geht. Das ist ja schon belastend, nur weil du jetzt einen Kumpel, also das wird jetzt das Thema Heterosexualität würde jetzt nicht noch reinfunken, also du hättest einen Kumpel, der sich in den verliebt hat und du fühlst es eigentlich nicht. Du kannst wahrscheinlich auch nicht schlafen, weil du Angst hast, dass diese Freundschaft, ne, auseinanderfliegt. Also das kann ich schon verstehen. Ne? Andererseits, warum kann ich nicht einfach sagen, dass ich hetero bin und fertig? Ja, das frage ich dich auch und es könnte People-Pleasing sein. Ne? Also beziehungsweise, was heißt People-Pleasing? Also nicht nur, dass du ihr gefallen willst, sondern auch eventuell, was jetzt nur so Gedanken ist, so diesem gesellschaftlichen Impetus da folgen willst, dass ja alles ganz cool ist, man muss alles wollen und musst du nicht. Also ich bin auch stock-hetero, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber ich habe, ja, jeder Mensch ist anders, ne? Und wie gesagt, ich kenne auch Schwule, die können sich auf gar keinen Fall eine hetero-Beziehung vorstellen, natürlich, oder viele, also wir sind halt unterschiedlich, ne? Und das ist gut so, aber man jetzt nur, weil wir so ein, dieses, wie soll ich mal jetzt sagen, Woke gerade haben oder ist alles easy und oder weil man plötzlich in einem Bekanntenkreis eine Zunahme sieht an queeren Beziehungen, muss nicht heißen, dass für dich das Richtige ist. Also auf gar keinen Fall, ne? Macht dich da jetzt nicht unglücklich, ne?
Weil du bist ja gerade gut drauf. Warum, das ist auch so eine Frage, warum sollst du irgendwas hinwerfen, was gerade gut funktioniert, ne? Ich werde nun nicht gerade mit Aufmerksamkeit von Männern überschüttet und nun kredenzt mir jemand ihr Herz auf dem Silbertablett. Na, also ich habe ja, ich will ja, dass ihr so High-Performance-Dating macht, ne? Das heißt, dass ihr jemand kompatibel findet und richtig hot. So, ne? Zumindest am Anfang. Da gibt's ja, hinterher gibt es ja, auf lange Sicht kann es ja noch andere Probleme geben. Aber das ist halt am Anfang, dass ihr sagt, definitiv körperlich mein Beuteschema, es passt gut. Das wünsche ich mir für euch, ne? Weil wenn die Anziehung jetzt nicht so richtig da ist, wie soll das denn in einer Beziehung werden da? Und du bist doch schon in die Bindungsangst, du rutschst da wieder komplett in die Bindungsangst rein irgendwie, ne? Also vielleicht noch viel mehr. Dann ist deine Freundin sauer auf dich und also ich würde da ganz klar kommunizieren. Ich will jetzt nicht gar keinen Fall dir sagen, dass du auf gar keinen Fall mal ein Date ausprobieren kannst. Also wenn du das für deine Sicherheit brauchst, aber wenn du jetzt ehrlich in dich reinhorst und sagst, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin einfach furz hetero und dann steh dazu, ne? Und man darf jetzt nicht in so einen Mangel denken, also ja, jetzt kommt kein Mann meines Weges und ich muss jetzt eine Frau nehmen. Nee, das ist so ein Mangel-Mindset, ne? Das wollen wir ja nicht, ne? Da fühlt sich mein Ego natürlich sehr geschmeichelt, ja, aber das Ego wollen wir ja auch nicht füttern, ne? Wirklich nicht. Sind das die richtigen Argumente für einen Versuch? Ich glaube, das weißt du selber. Also so richtig überzeugend ist das nicht, aber ihr könnt ja mal, die Zuschauer könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Also vielleicht hat jemand ja mit sowas schon mal Erfahrung gemacht. So, hoffe, du kannst mir helfen. Was will mir das Universum damit sagen? Also, es will dir sicherlich sagen, also ich glaube nicht, dass es dir sagen willst, du musst das jetzt machen, sondern dass du ehrlich zu dir bist, ne? Ja, das will das, glaube ich. Versuchst mit einer Frau alles wie im Bilderbuch, aus dem du erzählst? Also, auf dem Liebeship-Weg bekommt ihr viele interessanterweise, gerade wenn man sagt, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr daten, kommen Leute, plötzlich Leute aus den Löchern und sagen, dass sie dich daten wollen. Und dann denkst du jetzt, muss ich das jetzt machen? Nee, musst du nicht, ne? Also du siehst ja, dass es wird auch wieder aus dem Nichts jemand kommen. Und es kommen immer noch viele, also ich glaube schon, dass das Universum einen so testet, dass es immer wieder guckt, hast du jetzt wirklich so hohe Ansprüche an dein Date, also hoch im Sinne von, dass du definitiv der Überzeugung bist, dass es das Richtige ist, oder dann wieder irgendwas präsentiert, was dann doch nicht das Richtige ist, wo man wieder sagen kann, nee, das will ich aber nicht mehr. Also wenn du da keine Anziehung spürst, ist es definitiv nicht aus dem Bilderbuch, ne? Ja. Lustigerweise bin ich dann auf dem Weg in mein nice, geiles Leben auch in eine Beziehung. Also wie gesagt, wenn du jetzt keine Ruhe lässt, probier es einfach aus und fertig, aber mach da jetzt keine lange Geschichte von, ne? Ja. Jo, in diesem Sinne, macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder, zum Beispiel im People Pleaser Kurs. Bis dahin, ciao. Und lass mir gerne noch ein Like da oder ein Abo, ne? Unterstützt gerne meinen Kanal oder ein Kommentar für den Algo, da habe ich so gehört, mindestens 7 Wörter. Wäre sehr cool. Ciao, ihr Lieben.